Ach, und hier bei diesen Gürteltieren muss ich erst den Panzer zerstören, sonst kann ich keinen Schaden machen. Okay. Ach so, das waren die Bomben von dem. Ich hoffe, das wäre einfach nur ein Tierchen, was da so rumsteht. Oh, und hier sind sogar drei Leute, die wir direkt gerettet haben. Ja, hat alles wieder scheiße. Aber wieder guten Fame bekommen. Hier sind noch mehr Leute, die unsere Hilfe benötigen. Und meine Schüsse bleiben hier an diesen Megastein kleben. Auch Mana. Und das war's. Und. Gucken wir kurz. Was haben wir hier? Badland Helmet. Badland Item. 188 Health, 3k Speed, also das ist ein Caster-Item scheinbar. Ah, okay, und damit kann man Gegner einfrieren. Ich glaube, ich muss meinem Pet langsam auch mal hier so ein neues Ding geben. Holen wir das einfach mal. Und der hat eine neue Quest für mich. I have a mission for you. Okay, was will er hier? Forsaken Falls, bla bla. Okay, der will hier in den Tower of the Moon. In den Isin Wastes, das ist das Gebiet. And if you find any dearest them, hä? Huh? Ach so, es geht um diese Esrauir Scouts, also hier gibt es irgendwelche Scouts, die da drin rumlaufen und die soll hier mit dem mal quatschen und gucken, was da geht. Und hier gibt es 3200 XP dafür. Und wo muss ich dafür hin? Ich mache erstmal hier den Kollegen fertig, dass er nicht hier unsere Leute direkt gefangen nimmt. Ah. Okay, okay, alles gut, alles gut. Okay, das heißt, da oben. Da oben. Ja, und wenn wir hier einmal mit unserem Rechtsklick drauf schießen, dann machen wir auch direkt das Schild von den Dingern da kaputt. Scouten wir noch kurz hier, 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 da, da. Dann gehen wir gleich noch in die beiden Gebiete rein. Ich werde nicht verpassen, was da rumliegt. Vielleicht gibt es da für dieses Gold-Item noch die anderen Z-Items sozusagen. Aber Gold müsste ja eigentlich in Random Loot sein und deswegen halt eben nicht. Aber gucken wir trotzdem. Hey, stirb. Aha. Die Typen kommen hier auch einfach irgendwie aus dem Boden gekrabbelt. Die komischen Maschinendinger, aber. Oh, hier ist eine Düne. Die Dünenbegrenzung. Da darf man nicht drüber. Da geht's steil runter. Da fällt man in den Tod. Man macht sich kampfbereit, aber bevor er sich da in seiner coolen Pose irgendwie rausbequemt hat, ist er schon tot. Oh, die Dünenbegrenzung. Oh, hier sind wir gefangen, ne? Sehr cool. Helft ihn! Blöder Mann, hör auf! Ich helfe denen ja eigentlich nur hier wegen diesen coolen Truhen, die immer da sind. Und ein Bogen. Oh, ein Trap. War aber nicht so schlimm. Und hier gibt es wieder blaue Items. Und der freut sich hier. Schlecht. Alles schlecht. Also das sind, es gibt manche, die haben so ein bisschen gute Sachen. Und es gibt andere, die haben einfach nur verdammt den Mist. Und hier ist schon wieder ein Fishing-Spot. Und hier ist eine Wüstenmutter. Da kommen so kleine. Da kommen manche Gegner in Kleinformat aus der raus irgendwie. Und hier schon wieder. Was? 9 Versuche zu fischen. Oh. Soll ich dir das wirklich antun? Ah.
Okay, wir müssen dann gleich darüber. Wir müssen aber noch da rein. Wir müssen noch da rein. Wir müssen noch hier unten hin und wir müssen noch dahin. Also müssen wir eigentlich über die komplette Map laufen. Ach, fischen wir kurz. Könnte das ja hier überseppen. Wupp. Was? Ah, doch, doch, doch. Okay. Ein Goldfisch. Oh, ein Goldfisch. Wupp. Ich sehe das nicht, ob der einen Fisch in der Hand hat. Das ist sau unfair. Ach, ich spreng das Loch jetzt einfach. Ich habe keine Lust mehr. Ich will das nicht. Komm, warten wir noch, dass es schön in die Mitte geht. Bam! Link bald. Basil, Crab Egg, Big Dingsbums, Tunnel Shark. Und gucken wir kurz. Spark Amber Chip, das ist hier Elektrikram. Und hier haben wir Vitalität drin. Aber Strength ist besser. Zumindest weil es mehr ist. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Na komm. Kriegst mal was Neues hier. Und weg damit. Vier Leben. Und Dexterity drinne. Physical Armor, 1% Increased Magic, Finding Luck und 12 Ice Armor. Ah, da finde ich meins trotzdem aber noch cooler. Regent, Regent, Regent. Das kommt mir bekannt vor. Hatte ich das nicht? In meiner Truhe habe ich davon was. Ich bin der festen Überzeugung, ich habe das schon mal gesehen. Heben wir das auf. Hier tun wir es auch hier irgendwie so dahin. Das kommt weg, das kommt weg. Und. Ja, das brauchen wir auch nicht. Das ist unnötiger Mist hier. Okay, dann gehen wir das Pet mal hier nach Hause schicken. Und setzen mal hier die neuen Punkte. So. Und. Ja, hier noch ein bisschen. Oh, von meinen Hauptskills darf ich einfach nichts mehr nehmen. Ich bin schon fast überlegen, dass ich mir hier diese Physical Armor nehme. Um hier ein bisschen tanky zu werden. When you use charge for skills, gain some of your health. 144 charge recovery over 2 seconds. Oh, das ist nice. Aber ich habe, glaube ich, gar nichts, wo ich charge benutze. Weil ich habe ja nur hier den einen Skill. Level 25, Level 27. Und ich glaube, hier die einzelnen Skills zu maxen ist gar nicht so einfach oder geht nicht so schnell wie erwartet. Und dann setzen wir hier in Bulwerk ein bisschen was rein. Oder halt den einen Punkt. Ich habe gedacht, ich hätte doch zwei. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, da oben ist hier ein Bone Pillar. Komm. Bob, bob. Oh, und hier. Champion Mob. Und mein Pet war hier unfassbar schnell wieder da. Knapp 3000 Gold gebracht. Okay. Weg mit dem mal auf hier. Bisschen Abstand halten. Da kommen die Zombies schon. Da greifen doch endlich mal an. Das, ich hab gedacht, die machen das nicht mehr. Da komm, stirb doch endlich. Stirb! Und Mystical Gem. Sehr interessant. Was ist das denn schon wieder hier? Ach, ist das das Ding, was die da oben jetzt brauchen, oder was? Ach nein. Da kann ich den reinstecken. In das Auge von dem Ding da. Gucken wir einfach mal, was passiert. Und zwei Truhen sind gekommen. Heal-Potion, Heal-Potion, und. Ich habe gedacht, das wäre für die Maschine, die da oben haben, aber nee, 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 nee. Haben wir hier noch ein kleines bisschen Zeug bekommen? Ah, da bist du wieder nackig, mein Freund, und dann kriegst du auch guten Schaden. Und irgendwie halten die Bone Golems jetzt erheblich mehr aus als eben. Verrückt. Das ist schon wieder so eine Mutter.
kommen wir da mal irgendwie runter. Überall Gegner. Naki Dai, komm her. So. Hier gibt's noch ein bisschen Geld, bisschen Geld. Oh, über 1000 Damage wieder. Sehr schön. Aber hier haben wir auch fast alles erkundet jetzt und müssen dann nur noch oben abschließen. Können dann die beiden Dinger reingehen, machen unten jetzt die Quest noch und dann sollte das Gebiet hier auch fertig sein. Electric Dinger. Ist cool. Arschloch. Du mieses Arschloch, du. Ach, diese Kettendinger hier. Mann, lass doch in Ruhe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Alles cool. So, gucken wir jetzt, müssen wir das hier noch so ein bisschen fertig machen und dann war es das auch schon. Aber hier wird irgendwie wieder so eine Mutter sein. Den ist sie auch schon. Ah, schon kaputt gegangen. Und Level Up, das heißt, wir können ja neu skillen. Ach, diese nervigen Tune-Robot-Dinger. Mann, lasst mich in Ruhe. Ich will nicht mit euch spielen. Hä, wie komme ich denn da? Okay. Also hier ist jetzt endlich alles... Ey! So, jetzt ist hier aber endlich alles fertig. Dann kann ich das hier oben noch kurz erscouten. Die kleine Lücke hier. Und der blöde Bohnen-Golem hat hier auch ausgesorgt. Und ich hoffe, wir haben hier alles gefunden, was wir finden konnten. Der Bone-Clutch. Okay, dann gehen wir jetzt direkt hier unten in den Dungeon rein. Ah, mit Ruhe. Neue Trap. Ah, ja, ja, ja. Ah, die Trap kenne ich schon ganz, die kenne ich schon so gut, denn das war die Trap, genau diese Trap, die hat mich umgebracht in dem ersten Teil, ganz, ganz tolle Sache war das, also ungeschlagen, ja, kein Champion konnte mir irgendwas anhaben, ich war unbesiegbar, unsterblich, ein Gott praktisch und was passiert? Ich sterb einfach so. Okay, ich mache jetzt hier nochmal kurz einen Cut und dann gehe ich hier direkt rein, Enter the Shadow Graves